Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papers, Please, beziehungsweise dem Grenzschutzsimulator. Als erstes möchte ich euch ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen, denn ich habe tatsächlich gedacht, dass ich so eine Art Festgehalt bekomme. Ihr habt mir nämlich dann gesagt, je mehr Leute ich über die Grenze drüber packe, ohne irgendwie Konsequenzen zu haben, dadurch, dass ich Fehler mache, danach bekomme ich halt das Geld. Und das bedeutet, ich muss mich am heutigen Tag ordentlich beeilen. Und wenn ihr Bock auf mehr habt, dann lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Ich werde gucken, dass ich am heutigen Tag hier wirklich mal ein bisschen Gas gebe. Okidoki. Der Name passt. Besuch einen Monat. Ich bleibe hier. Dauer des Aufenthalts. Ja, das sieht auf jeden Fall alles gut aus. 7.12. Und da würde ich mal auf jeden Fall sagen, Sir, die Frisur ist zwar ein wenig anders, aber Sie haben alle wichtigen Sachen hier am Stissel. Und machen Sie mir bloß keinen Ärger. Zack, direkt der Nächste. Und dafür bekomme ich jetzt, glaube ich, 5 Credits. Dafür, dass der Willi da jetzt durchläuft. Okidoki. Zweck Ihrer Reise. Arbeit einen Monat. 23.12. Das sieht auf jeden Fall alles ganz gut aus. Er hat auch das richtige Oh, Moment mal. Ah, nee, der Name ist richtig. Hier die... Aber die Prüfnummer ist anders. Zack, zack. Das tut mir nur leid. Diskrepanz entdeckt. Verhören. Die Ziffern stimmen nicht überein. Davon weiß ich nichts. Ja, tut mir leid, Kollege. Ich habe jetzt hier keine Zeit für dich. Du wirst abgelehnt. Komm, ich muss hier jemanden nach drüben packen. Komm, mach, dass du wegkommst. Nächster. Ich weiß auch gar nicht, ob ich auch Kohle dafür bekomme, wenn ich Leute ablehne. Guten Tag, Papiere bitte. So, zack. Oh, tut mir leid. Es gibt nämlich eine neue Regelung. Die Leute brauchen richtige Belege. Sie haben nur den Einreisebeleg, aber sie brauchen so ein richtiges Visum. Warte mal, das muss ich ganz kurz hier mal prüfen. Ich habe mich nämlich ein bisschen informiert. Zack, warten Sie. Und zwar Einreisegenehmigung für Ausländer. Verhören! Sie haben keine Einreisegenehmigung. Ich habe hier ein Visum. Lassen Sie mich durch. Nee, das kann ich nicht. Ich kriege dann Ärger mit dem Chef. Das kann ich wirklich nicht machen. Es tut mir leid. Ich kriege dann direkt eine Verwarnung. Holen Sie sich den anderen Stiesel ab. Ja, ein Visum reicht nicht mehr. Holen Sie sich eine Genehmigung. Schwachsinn! Für das Visum habe ich gutes Geld bezahlt. Ja, die Kohle hätten Sie mir vielleicht mal bezahlen sollen. Dann hätte ich Sie auch lockerflockig durchlassen können. Papiere bitte. So, Zweck Ihrer Reise, nur ein Besuch. 12.12.82, das passt auf jeden Fall. Sie ist weiblich, der Name... Michaela, das passt auch. Die Prüfnummer. Ich mache jetzt einfach, ich teste hier einmal die beiden Sachen. Übereinstimmung. Gut, Madame. Ich kann Sie auf jeden Fall hier mal durchlassen. Zack. Und viel Spaß in unserem wunderschönen Land. Zack. Und nächster. Ja, kommen Sie rein. Kommen Sie alle rein. Oh, schicke Frisur, Madame. Das ist Zweck Ihrer Reise ist. Ich bin ja froh, dass die Grenze auf ist. Ich möchte meinen Sohn besuchen. Mit 6 Jahren habe ich... Oh, so lange haben sie ihn noch nicht gesehen. Das ist natürlich blöd. Das ist schade. Oh, Madame. Madame, wir haben hier ein großes Problem. Diskrepanz entdeckt. Verhören. Bitte lassen Sie mich durch. Mein Sohn wartet doch auf mich. Oh, ich krieg Ärger. Ich muss es aber machen. Ey, die hat da ihren Sohn. So... Nee, so herzlos kann ich nicht sein. Hä? Jetzt habe ich hier... Was soll ich denn damit? Nee, das lasse ich liegen. Komm. Nächster. Vorschrift missachtet. Ungültig. Aber es ist nur eine Verwarnung. Das ist es wert, dass sie ihren Sohn sieht. Papiere? Hä? Kollege, so siehst du doch gar nicht aus. Diskrepanz entdeckt. Verhören. Das Bild ist anders. Ja, das bin ich. Ja, jetzt würde ich hier erstmal... Zeigen Sie mir mal Ihren Fingerabdruck. Zack. Mal gucken. Passt das hier alles? Hoffentlich passt das. Na? Übereinstimmung! Ja, das ist doch klasse! Dann kann ich sie reinlassen! So, werter Herr, warte mal, hier ist so viel Müll auf dem Dingens. Zack. Und das kriegen sie auch wieder. Viel Spaß! Ja, und machen sie bloß keinen Ärger! Oh, ich glaube, dieses Mal sind wir wesentlich schneller. Ich versuche... Was? Antwort? Nein! Letzte Verwarnung! Was habe ich... Leute, ihr könnt natürlich auch sehr, sehr gerne, das finde ich bei dem Spiel eigentlich auch ganz geil, immer natürlich mitgucken... Und praktisch euch mit Predizzle vergleichen, ob ihr das... Da ist ein Fehler im Namen. Hier, Diskrepanz entdeckt, verhört. Namen sind unterschiedlich. Ich habe meinen Namen erst neulich geändert. Oh, jetzt hier schon wieder Fingerabdrücke. Ich dachte, das wäre, wenn das auf jeden Fall übereinstimmt, dachte ich, das passt alles. Der Name, der stimmt auf jeden Fall mit dem da oben überein. Übereinstimmung. Ja, jetzt kann ich nochmal das hier, ist auch Übereinstimmung. Also ich müsste ihn doch jetzt durchlassen dürfen. Vielleicht mache ich hier jetzt auch einen klitzekleinen Fehler, wie bei dem anderen. Aber eigentlich würde ich jetzt sagen, Kollege, herzlich willkommen. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, weil ich habe ja seine Fingerabdrücke geprüft. Nächster. Was denn?
Ungültiger Name, minus 5 Credits. Papiere. Kollege. Azotska ist das beste Land, wo gibt. Ey, Kollege. Tut mir leid, der Pass ist mal null echt. Also. Keine über. Ja, sorry. Sorry, Bro. Also, das ist natürlich auch das Problem, wenn man versucht, alles schnell, schnell, schnell zu machen. Ja, sorry. Ist kein real existierender. Ja, ich schaue später nochmal mit einem besseren vorbei. Nee, Kollege, du sollst am besten. Oh Gott, jetzt muss ich aber gucken, dass ich hier wirklich versuche, alles in Ordnung und alles richtig zu machen. Mal gucken, hier. Ja, es tut mir leid, aber. Weil ich habe doch hier die Vorschriften. Personen, alle Inländer benötigen einen Aus. Ach so, Inländer benötigen nur einen Ausweis. Ich kann jetzt hier mal gucken. Warte mal. Hier ist doch eine Diskrepanz. Ihr Aussehen hat sich verändert. Ich habe mich operieren lassen. Fingerabdrücke. So, das muss doch dieses Mal aber passen mit den Fingerabdrücken. Jetzt werde ich die beiden hier checken. Die und die Fingerabdrücke. Ja, Übereinstimmung. Zack. Jetzt checke ich nochmal den Namen. Ich lege die Sachen mal ganz schnell weg. Gehe hier aus dem Modus raus. Der Name, Berik. Ja, das stimmt auch. Zack, zack. Übereinstimmung. Dann kann ich sie jetzt auf jeden Fall ins Land lassen. Zack, abgelaufen. Zählt auch noch. Schnell genehmigen, damit ich das hier noch rechtzeitig alles fertig machen kann. Weil wenn ich jetzt hier wieder den Fehler mache, dann weiß ich wirklich nicht, was ich jetzt hier falsch gemacht habe. Bei den anderen Sachen konnte ich mir das jetzt schon denken. Aber Papiere bitte. Was ist der Zweck Ihrer Reise? Einwandern. Ja, tut mir leid. Sie haben ja einen großen Fehler gemacht. Warten Sie. Und zwar, Einreisegenehmigung für Ausländer. Ja, ja, Sie benötigen Übereinstimmung. Ja, Sie haben Einreisegenehmigung für Ausländer. Diskrepanz entdeckt. Sie haben keine Einreisegenehmigung. Tut mir leid. Hier. Was ist das? Ach so, die hattest du nur vergessen. Okay, 6.12. Das passt. Unbegrenzt. Ian Stolzenberg. Ja, das machen wir noch schnell, bevor die Zeit abläuft. So, viel Spaß in unserem wunderschönen Land. Und machen Sie mir bloß keinen Ärger. Nächster. Ich packe die Vorschriften mal wieder weg. Hallo. Papiere bitte. Oh, die muss ich jetzt aber noch machen. Evelyn. 11.12. Das passt. Ich bleibe hier einen Monat. Die kann ich noch ganz schnell machen. Das ist gut. Evelyn Minska. Von der Zeit passt das. Auch das hier stimmt. Ist auch eine Übereinstimmung. Sie sieht auch exakt so aus. Ja, dann würde ich mal... Oh, Moment mal, was? Diskrepanz entdeckt. Sie sind ein Mann? Was im Pass steht, ist richtig. Okay. Ja, whatever floats your boat. Also, das kann sie ja ruhig. Wenn sie mal ein Mann war, ich bin der Letzte, der sie dafür verurteilt. Also ganz ehrlich... Ah, das haben wir, glaube ich, diesmal gut gemacht. Und ihr meintet auch... Was? Ungültig Geschlecht. Ah, weil wir wahrscheinlich noch in Zeiten leben. Ja, okay, ich habe hohe Bußgelder bekommen. Okay, ich werde... Nahrung ist nicht so schlimm, aber Heizung muss ich jetzt einmal anmachen. Also, ich habe wirklich ganz gut gearbeitet, aber ich habe natürlich aufgrund... Jetzt dieser wirklich, dass ich mich versucht habe zu beeilen, natürlich auch ein paar Flusigkeitsfehler gemacht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr die gleichen Fehler gemacht hättet oder ob ihr das sofort erkannt habt. Weil das ist wirklich, weil ihr seht ja exakt das gleiche wie ich und könnt da natürlich auch selber perfekt drauf reagieren. Also wir müssen jetzt gucken, weil meine ganzen Leute, die frieren. Ihr habt aber gesagt, das mit der Nahrung ist nicht so schlimm. Dementsprechend mache ich das jetzt hauptsächlich mit der Heizung, dass sie halt nicht mehr frieren. Zack, schlafen. Weil sonst werden die krank und das ist nicht ganz so gut. So, ich schlafe einmal. Okay, wegen Mordes gesucht. Okay, zur Arbeit gehen. Was hat sich denn verändert? 27. November 1982. Oh. Okay, die Leute gehen wieder. Die sind ab sofort autorisiert, verdächtige Individuen unter Arrest zu stellen. Ja, krass. Okidoki, Alter, jetzt kriege ich ja richtig, ich werde richtig befördert. Das ist auf jeden Fall nice. Papiere bitte. Was ist der Zweck Ihrer Reise? Ich komme zu Besuch. Aufenthalt. 15.12. Das sieht auf jeden Fall alles gut aus. Einmal ich. Oh, Moment. Die Nummer ist falsch. Diskrepanz entdeckt. Ziffern stimmen nicht überein. Die Dokumente sind doch gültig. Ich muss sie nicht verhaften, bitte. Nee, ich kann das nicht machen. Ich muss sie leider unter Arrest stellen. Also, was soll das? Ja, das tut mir ja leid.
Gehen Sie bitte raus und direkt der Nächste. Also, das letzte Mal ist hier jemand über die Dingens gesprungen und hat eine Bombe gezündet. Was ist der Zweck Ihrer Reise? Ich arbeite hier. Vereinigte Föderation. Ich bleibe hier 3 Monate. Ja, Madame, Ihnen fehlt hier was. Zack, Einreisegenehmigung für Ausländer. Wie sieht das aus? Haben Sie keine Einreisegenehmigung? Bitte sehr. Ah, da ist sie. Okay, hier ist aber ein Fehler beim Namen. Das tut mir ja nur leid. Also da kann ich ja hier nichts machen, wenn Sie hier keinen Namen haben. Ich habe 2 verschiedene Namen. Ja, und ich bin der Kaiser von China, Alter. Ja, auch 12 verschiedene Namen. Zeigen Sie mir jetzt erstmal Ihre Patschepfoten. Okay, Übereinstimmung. Ja, aber da habe ich sonst immer aufs Maul bekommen. Die ganze Zeit. Also, tut mir leid, ich werde sie jetzt einfach ablehnen. Da kann ich jetzt leider auch keine... Dann soll hier direkt der Nächste kommen. So, jetzt komm, mal, dass du wegkommst. Nächster. Da habe ich auch keine Lust, mich großartig mit dir jetzt auseinanderzusetzen. Weil das letzte Mal habe ich wirklich... Das waren die Sachen, wofür ich immer auf den Kopf bekommen habe. Ihr Durchreise in ein anderes Land. Okay, 23.12. Vom Gesicht her passt das auch. Er heißt richtig. Abgelaufen. Die Nummer ist auch tipptopp. Also wir können das hier nochmal 14 Tage. Okidoki. Dann, ja, willkommen, Herr Lestrade. Bitte keine Ärger. Immer kriegt Pidiesel Ärger. Ich weiß gar nicht, was ich hier immer falsch mache. Aber es sieht gut aus bis dato. Also wir haben schon ein bisschen Money gemacht. Papiere ist eigentlich auch ein richtig blödes System, dass man danach bezahlt wird. Also, warte mal, aber Inländer benötigen einen Ausweis. Ja, okay, das hat er ja. Zack. Ist das ein Kerl? Ja. Inessa? Ja, wird schon richtig sein. Wir gucken mal hier, geboren, das passt auch. 7.2. Ist auch noch alles gültig. Ja, dann würde ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Sie haben bei unserer Lotterie gewonnen. Viel Spaß in Aztotzka. Kommen Sie rein. Nixer! Wir sind jetzt hier wirklich... Hä? Ungültig Geschlecht? What? Das hatte ich doch... Leute, jetzt mal ehrlich! Da war... mit dem Geschlecht. Das killt mich hier. Was sind das denn für Zeiten? So, 9.12. Olga Strutzkan. Das sieht auch richtig aus. 2 Tage. Weiblich ist sie. Sie kommt aus Great Rabbit. Also das, finde ich, sieht eigentlich alles... warte mal, ich wollte das checken. Übereinstimmung und auch der Name ist richtig. Ja, willkommen. Kommen Sie rein. Viel Spaß bei uns. Hier ist... Wieso hat sie denn Uff gesagt? Also, das ist jetzt ja nun mal... Hallo, hallo Omi. Na, was ist der Zweck Ihrer Reise? Nur ein Besuch. Ja, okay. Weiblich... Sag ich knackig, das hier passt. Nikola, 19.12. zu Besuch. Ich checke hier einfach nochmal die beiden Sachen, damit ich auf Nummer sicher gehen kann. Nicht, dass ich hier wieder Ärger bekomme. Sie sieht zwar ein bisschen anders aus, aber es ist eine Übereinstimmung meiner Meinung nach. Also ich kann sie reinlassen. Kommen Sie, Omi. Viel Spaß bei uns. Backen Sie mir gerne mal einen Kuchen, okay? Nixer. So, kommen Sie rein, damit Pidiesel ein wenig Geld verdient. Hallo, smarte Maid. Zweck Ihrer Reise, ich will arbeiten. Ja, tut mir leid, Madame, aber Einreisegenehmigung. Eine Person muss einen Pass haben. Diskrepanz entdeckt, verhören. Wo ist Ihr Pass? Was ist denn ein Pass? Nur für abgelehnte Einreisebelege. Temporärer Visumsbeleg? Hä? Was soll ich jetzt machen? Nur für abgelehnt. Ja, ich muss sie ablehnen. Sie hat ja keinen Pass. Sonst kriege ich richtig Ärger. Tut mir leid, aber sie brauchen einen Pass. Nixer! Also ganz ehrlich, dann kann ich meine Sachen hier wieder wegpacken. Hi, schicker Bart. Hoi. Ihr Zweck der Reise? Heute ist ein schöner Tag, mein Freund. Endlich sind wir der Tyrannei in Antegrien. Ja, ja, Antegrien kenne ich auch. Ne? Ist klasse da. So, warte mal. 18.12.82, das passt. Männlich ist er auch. Name? Ja, tipptopp. Dann würde ich mal sagen... Herzlichen Glückwunsch in Aztotzka. Schön, dass Sie... Bitte seien Sie nett. Oh, oh, seine Frau kommt direkt nach ihm. Okay, nächster. Ich weiß jetzt schon, was kommt. Papiere, bitte. Haben Sie meinen Mann gesehen? Er ist doch durchgekommen. Ja, Madame, Sie kommen aber nicht aus diesem Land. Sie brauchen eine Einreisegenehmigung. Wo ist Ihre Einreisegenehmigung? Bitte, ich flehe Sie an.
Die haben mir keine Genehmigung gegeben. Die bringen mich um, wenn ich nach Antegrien zurückkehre. Ist mir scheißegal. Sie kommen. Gehen Sie zu Ihrem Mann. Also das werde ich nicht machen. Egal, ob ich jetzt ein Bußgeld oder sonst was bekomme. Ich werde das nicht machen. Also die darf auf jeden Fall rein. Ich wette, ja, es ist mir egal. Ja, gebt mir. Wollt ihr mir noch kein Bußgeld? Letzte Verwarnung. Papiere bitte. Was ist der Zweck Ihrer Reise? Einwandern. Ah, okay. Dann checken wir doch mal alles. Das ist gültig. Einreise. Ja, ist auch gültig. Die Nummer stimmt nicht. Diskrepanz entdeckt. Hier liegt eine Diskrepanz vor. Bitte lassen Sie mich durch. Ich muss Sie leider arresten. Das tut mir leid. Was tun Sie denn da? Ja, raus! Machen Sie, dass Sie wegkommen. Also, ganz ehrlich. Hallo, Papiere bitte. War jetzt auch ein bisschen schizophren. Die eine habe ich durchgelassen, aber ich wusste jetzt auch nicht genau, was ich machen soll. Was ist denn hier los? Die sind aber auf gut Deutsch gesagt ein bisschen eine Fettbacke auf dem Bild. Haben Sie abgenommen? Finde ich klasse. Ich habe mich operieren lassen. Geben Sie mir mal Ihre Fingerabdrückis, ne? Damit ich checken kann, ob Sie das tatsächlich sind. So, ich mache jetzt hier einmal den Check. Und wenn das stimmt, noch eine Diskrepanz? Keine Übereinstimmung, davon weiß ich nichts. Mann, ihr sollt doch nicht immer alle arrested werden. Sondern, oh nein, die Zeit ist abgelaufen. Nächster. Nein. Bekomme ich auch, wie viel Kohle habe ich jetzt verdient? Was? Mein Sohn ist krank. Ihr Sohn ist krank und braucht Medikamente. Kabine verbessert. Leertaste für Prüfmodus. Aber ich habe zum ersten Mal 9 Leute. Das bedeutet, ich habe 45 verdient. Ich muss Medikamente für den... Ich habe nicht genügend Kohle. Oh Gott, was soll ich denn machen jetzt? Okay, Leute, ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Sagt mir bitte, was von den Sachen soll ich hier anwählen, damit wir hier wirklich keine Probleme bekommen. Nicht, dass mein Sohn irgendwie stirbt oder dass meine Leute verhungern. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und, meine Damen und Herren, das war's für heute. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat oder ihr Bock auf mehr habt. Und ich wünsche euch allen jetzt noch einen traumhaften sonnigen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.